es auch sehr schön, weil das ist voll klimatisiert und also der Service ist nicht so oft. Sowas kommt überhaupt nicht in Frage, das brauchst du mir gar nicht zeigen. Naja, mit Kindern ist das aber, naja. Meine Kinder sind keine Kinder mehr, die stellen sich auch was anderes vor. Und was hat sie denn nur speziell gedacht? Ich meine, ich würde mir gerne, aber... Na, was Hübsches, nicht so weit weg vom Meer mit einer Thermalquelle? Ja, da haben sie aber keinen Frühbuchervorteil mehr, nicht? Das ist... Ich brauche keinen Vorteil. Also was ich Ihnen sehr schön empfehlen könnte, wäre Bayern, Deutschland. Ich will nicht nach Bayern, ich will nach Italien, jetzt komme ich mal nicht nach Bayern. Italien. Wie gesagt, nicht so einfach für das, was sich vorgestellt haben ist. Ja, guten Tag. Wollen Sie Platz nehmen? Kleinen Moment? Nein, das dauert nicht lange, ja. Ganz kleinen Moment. Ganz Italien ist voll mit Thermalquellen, da wird sich doch irgendwas finden. Ja, aber das ist eben auch alles vielleicht schon. Das zum Beispiel ist Ibiza. Also, ja, aber das ist nicht Italien, das ist Ibiza. Das ist nicht Italien, da haben Sie recht, aber von der Ansicht her ist das doch ein Meerblick. Ich brauche keinen Meerblick, ich will eine schöne Thermalquelle. Ja, ich könnte mich ja da mal umhören. Sie brauchen sich nicht umhören, Sie brauchen nur in den Katalog reinschauen. Ja, das mache ich ja bereits. Aber in Italien ist... Das ist Skandinavien. Ja, das... Was Sie da haben, da wir mal einen Gang finden. Ja, wenn wir mal in Ruhe gucken könnten, dann... Ramada, das ist Hessen. Deutschland. Hier ist auch was sehr Schönes. Das sind die Eugenischen Hügel, die Monte Grotto haben zum Beispiel. Also mit sehr vielen Sonderangeboten wäre das. Ich brauche kein Sonderangebot. Ich will ein hübsches Hotel mit einer angenehmen Suite für mich und meinen Mann und eine extra Suite für die Kinder. Ja, ja. Sagen Sie mal, wie ist die Sache mit der Unterschlagung damals eigentlich? Oh, bella piccinina. Da alles machbar, das kann vor Ort Entschuldigung, geregelt werden. Also da haben wir schon Möglichkeiten. Wir haben ja unsere Vertretung direkt vor Ort. Sehr zu holen. Muss es denn... Soll es eher Oberitalien sein oder Mittelitalien oder... Sizilien. Sizilien haben wir noch, da sind wir gerade erst im Aufbau. Hätten Sie dann auch keinen Frühbuchervorteil? Hochsauerland ist auch sehr schön. Das ist zwar auch nicht Italien, aber. Moto Guzzi-Werke. Das wäre vielleicht was. Diese Unterschlagung, die ist doch aber dann doch schon publik geworden. Mhm. Er hat sich umgebracht. Das heißt, da fehlen 350.000 in der Staatskasse. Nein. Andere sagen 500.000. Ich habe immer darauf gerechnet, dass er ihn beerben würde, aber er hat alles durchgebracht. Ein lebenslustiger alter Herr. Na, wo ist er an? Prost. Prost. Ja, da wäsche zum selber waschen, mir reicht's. Soll ich ihm Angebote schicken? Warten Sie doch, wir können es. Schlaflose Nächte seiner Zeit. Und er hat sich wirklich umgebracht? Ja, ja, er hat sich umgebracht. Ich weiß es seit heute Vormittag. Inzwischen spricht die ganze Stadt darüber. Das ist ja ein Drama. Das ist, ja. Er hat im richtigen Augenblick den Dienst quittiert. Der Schlaukopf. Mhm. Ja, das hat aber auch viel seiner Frau zu verdanken. Ich meine, unter uns. Ich bin der Ankläger. Ich kann machen, was ich will. An jedem von uns bleibt irgendwas hängen. Wirklich. Und da müssen wir was dagegen machen. Ja? Also, wir können... Also, es ist wirklich so, wenn ich jetzt sag, Ihr Vater ist ein Dieb. Und das sag ich nicht. Das sag ich nicht. Deswegen müssen wir jetzt wirklich... Du musst zusammensetzen. Du musst es genau überlegen.
Es ist ja so, also es liegt mir fern, ich will Ihren Vater nicht ausspitzeln oder ich will nicht irgendwie, es ist eine heikle Geschichte. Es ist wirklich eine heikle Geschichte. Sowas tut man nicht, aber es geht um die Unschuld. Es geht um die Unschuld von Ihrem Mann, von Ihrem Vater. Und die müssen wir jetzt beweisen. Was machen wir? Machen Sie einen Vorschlag. Wir sind unter Zugzwang. Wir müssen das beweisen. Haben Sie einen Vorschlag? Also. Wir müssen Ihren Vater jetzt, von jetzt an, egal was er macht, wir müssen ihn überwachen. Wir müssen ihn auf, sag ich mal so prosaisch, auf Schritt und Tritt verfolgen. Wir müssen jede Möglichkeit, wo seine Schuld liegen kann, versuchen zu erforschen. Aber Moment mal, nein, Moment, bitte. Ich verstehe, dass das wirklich unangenehm ist. Verstehe das. Ja, also wenn das jemand versteht, nicht das. Er ist wirklich mein Freund. Wir müssen. Ist mir unangenehm. Wir müssen das machen. Wir müssen ihn beobachten. Weil wir beweisen wollen, dass er unschuldig ist. Und ich sage Ihnen eins: geben Sie mir Ihre Hand. Ich verspreche das. Es bekommt niemand. Niemand was mit. Ich behalte es bei mir. Bei mir. Wir machen das ganz leise. Niemand kriegt das mit. Und dann machen wir es richtig laut. Ja. Dann werden wir allen sagen, General Iwolgin ist unschuldig. Immer sagen. General Iwolgin ist unschuldig! Und Sie können sich auf mich verlassen. Was das betrifft, habe ich mich sehr sensibel. Das Buch, das suche ich schon seit Wochen im Antiquariat. Ich habe das nirgends gefunden. Ich habe alle möglichen Suchmeldungen aufgegeben. Und hier liegt das Buch. Ich nehme das mal mit. Ist ja unfassbar. Sie können sich auf mich verlassen. Ich meine, die Geschichte ist wirklich unangenehm, ja. Aber das sind. Ja. Dann. Ich kümmere mich darum. Ah!
There's your brand new Carson. Here's your hat and gloves. There's your pretty wife, sir, whom you almost love. There's your color TV set and your impressive pet. There's your little baby girl you're almost glad you had. What's behind that countenance? What's behind the lace? What is in your mind and heart that's hidden by your face? Behind the ornaments in your life. Guten Morgen. Einen Rubel aus meiner Tasche haben möchtest, bitte. Ich dachte, das wäre so. Mir ist alles egal geworden. Etwas vorsichtiger mit den sogenannten Altenknaben. Ja, also ich würde mich doch dafür. Was hat das für eine Nummer, diese Reise? Weißt du, 399. Das ist leider auch weiß. Das ist aber nicht, das ist mir sehr. Ja, aber jetzt noch mal zu der Veröffentlichung. In welcher Zeitung war das veröffentlicht? Nein, das ist keine Zeitung gewesen. Das heißt, das war ein Buch. Ja, wir waren ja ganz entspannt. Ich habe das nicht gelesen. Ich habe das auch noch. Versuche ich noch mal richtig übers Ohr zu hauen. Verkaufen noch mal Hoyerswerda oder so. Wenn das schaffen würde, das wäre eine Leistung. Nix da aus dem Katalog. Wir machen das ein. Urlaub in der Platte, das wäre doch mal was. Muss doch mal was einfallen lassen. Die können auch bei uns, wir haben Zimmer zu vermieten, können auch bei uns mal so zwei Bäcklein drin. Also. Findest du wohl. Gegen die Leihenaufpreis müsste mir natürlich persönlich entgegen. Urlaub in der Platte, aber nur mit einem Balkon. Also. Ich mache Teile, bleiben Sie doch hier. Also, nein, ich brauche mal einen Tapetenwechsel. Du machst mit interessanten Leuten bekannt, das ist viel besser als Italien, da kennen Sie doch gar nicht. Ihre interessanten Leute kenne ich da. Ja, vor allem hier kommt man dann mit leeren Portemonnaie nach Baden. Ja, ich glaube da hinten. Ja. Das ist etwas billiger, wenn ich das mache. Denn bei Ihnen bleibt dann nur Curry, Paprika. Was? Paprika. Ja, Paprika ist gut. Rosenscharf oder edelsüß? Ja, beides. Das ist eine ausgezeichnete Weinbegegnung. Noch ein ganz hervorragender Cognac hier. Das ist eine. Weinkenner. Sie sind ja ein Weinkenner. Das ist ein Muss. Muss man gewesen sein. Sahne wegen der Töchter ist da eine Tanzmöglichkeit. Also das ach, das ist ein Tanz. Ach, da können Sie also Pferde, das sind Blüte, sind da. Direkt an den Weinbergen. Wie gesagt, eine Weinlieb, davon träumen sie ja nur. Das ist meine Weißweine, die sind alle spitzen Weine. Hast du geweint? Bist du. Und warum? Weil du ein Mensch bist, der die anderen unglücklich macht. Nicht nur die Menschen, sondern dich selbst. Das ist nicht schön. Thank you.
komm jetzt Feierabend jetzt hier, ja. Schluss jetzt! Was soll das von mir? Arschloch! Du kannst mich nicht los! Oh, der Kühe! Na, ihr müsst es sehen, also ich kann in Ischia, Capri, Campania, das ist ja nur ein Traumziel in Italien. Aber müssen Sie wissen, wo Sie hinwollen. Ja, aber Herr, möchte ich ans Wasser. Ja, das sage ich Ihnen ja. Also das sind zwar Inseln vor Traumkulisse, die nein, aber es müsste schon ein komfortables Hotel sein. Kosten Sie auch mehr Geld, nicht? Das. Ja, ich glaube, ich bin ein schwieriger Kunde für Sie, nicht? Es ist kein schwieriger Kunde, aber ich weiß nicht, ob Sie direkt was kaufen wollen oder ob Sie hier nur, also wissen Sie, im Restaurant müssen Sie auch was bestellen, ja? Also, ja, bevor ich etwas kaufe, möchte ich es doch gerne mal gründlicher sehen, die Sache, und untersuchen. Können Sie sich das überhaupt leisten? Wie sieht es denn aus mit der Unterschlagung? Man hört da so einiges. Ja, meine Meinung kann ich mir die Rechtsanwälte leisten, die das alles wieder auf Vordermann bringen. Das ist nicht mein Geld. Ja, das ist natürlich eine Welt, von der Sie nicht viel verstehen. Mein Lieber, regen Sie sich nicht auf. Halten Sie mal auf mit Ihrer Reiberei. Macht mich nervös. Ach, der Luftdruck heute wieder. Luftdruck? Sind Sie ein Fahrrad? Für Fahrräder. Lass nicht bloß nichts von dem anderen, ja? Der lügt und stiehlt und betrügt, wo er nur geht und steht. Lügner. Ich bin ein Lügner? So hier? Lügner, ja? Kann ja besorgt nicht so schlecht über die Menschen sprechen. Zu viel, Herr General. Das mag ich nicht. Das ist ein eigener Vater. Das kennt man das ja. Das mag ich nicht. Ich habe dir sehr viel Zuwendung gebracht, aber. Blöde Tattergreise. Na, solange du noch irgendwo Kreislauf zu schaffen. Einen Rubel aus meiner Tasche haben möchtest, bitte. Entschuldigen Sie mich mal, kleinen Brett, ich muss mal die verschlüpfen. Schon wieder. Ich will schon mal gucken, was ist mit ihm los? Was soll denn los sein? Irgendwann erwischt sie ihn. Hast du gesagt, dass ich ein Dieb bin? Ich habe nicht gesagt, dass du ein Dieb bist. Keine Wolgin stiehlt. Nein? Vielleicht. Bei Gogol in der Tutusinnen. Gogol! Oh ja! Gogol! Ja! Sie sind Gogol! Alle tot! Gogol! Sie sind alle tot! Ja! Oh ja! Sie sind alle tot!
Wenn du mich beerdigt hast, musst du auf mein Grab entscheiden. Hier ruht eine tote Seele. Gogol, 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 eine tote Seele. Die Schande folgt mir auf den Fuß. Wer sagt das? Wer? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wer? Ich weiß es nicht. Nina, arme Nina, so habe ich sie immer genannt. Und sie hat es so gern gehört. Was habe ich mit deinem Leben gemacht? Ja, was hast du mit ihr gemacht? Hört ihr, Kinder, eure Mutter. Ins Grab hast du sie gebracht. Ins Grab. Vater, bitte. Ninatka. Ja, Ninatka. Ninatka. Vater. Weigert ihr euch dann alle nach Hause zu gehen? Seid ihr dann alle übergeschnappt? Lasst es nach Hause gehen! Dies hier ist doch ein fremdes Haus! Oh! Oh! An dieser Stelle möchte ich fortfahren. In meinem letzten Willen, mein Skelett vermache ich der medizinischen Fakultät für wissenschaftliche Experimente. Ich bin bereit. Ehrloses Schwein, ja? Hier, hau ab. Gegenseitiges Auslöschen der Atome. Plus und Minus. Die Natur kann nicht anders bestehen. Ich bin bereit, das anzuerkennen. Ich bin bereit, anzuerkennen, dass mein Leben zu Ende ist. Aber da es nicht in meiner Macht steht, mein Leben so zu leben, wie ich möchte, so möchte ich wenigstens meinen Tod gestalten, so wie ich es möchte. Das war mein... Hippolyt, sehen Sie nicht, dass hier gerade ein Mensch gestorben ist? Bitte gehen Sie jetzt. Juliet, Sinkari, ek pasina mil jaye.